Montag. Ich weiß, aber scheiß drauf. Wenn Washingtons Geburtstag ein Feiertag sein kann, dann ja wohl auch die Apokalypse, oder? Ja, wenn man es so sieht. Siehste? Dann mal los. Okay, machen wir es uns gemütlich. So, erstmal die Zeitung. Okay, das habe ich nicht. Der Letzte macht das Licht aus. Sehr schön. So, dann den Becher nehmen wir auch mit. Also, Kumpel, wie ist es dir denn so ergangen? Tja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Randall. Die Tage vergehen und alles scheint eigentlich ganz normal. Obwohl ich nicht gut geschlafen habe in letzter Zeit. Wie kommt's? Ich habe immer diese Albträume. Albträume, in denen ich jedes Mal draufgehe. Und das immer auf ganz bestialische Weise. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Anfangs war es ja noch ganz lustig, aber jetzt habe ich richtig Horror davor einzuschlafen. Deswegen habe ich meinen Kaffeebecher mitgebracht. Hast du Kaffee da? Ich habe selbstgemachten Kakaoersatz. Den hat Mortimer erfunden. Der leuchtet im Dunkeln. Der macht einen auch nicht wacher, glaube ich. Verdammt, ich brauche Kaffee, Randall! Tu was! Steht da Starbucks auf meinem Shirt? Das habe ich vor ein paar Episoden schon mal für einen anderen Typen gemacht. Hab nicht schon wieder Lust dazu. Mann, du verstehst das nicht. Ich will nicht noch mehr erleben, wie mir die Wondermatic-Zahnbürste langsam die Augen ausschabt. Tja, tut mir leid, Matt. Will mal schauen, was ich machen kann. Aber wie gesagt, Kaffee habe ich keinen da. Mann, wie biegen wir das nur wieder hin? Was hinbiegen? Die Fernsehantenne? Was stimmt denn mit dem Fernseher nicht? Tja, der geht nicht. Alter, wir haben im Moment echt andere Sorgen. Jetzt sei doch nicht so eine Drama-Queen, Randall. Ist doch kein Weltuntergang. Tja, doch. Scheiße, stimmt ja. Was machen wir jetzt? Zum Mittagessen? Weiß nicht. Bock auf Tacos? Matt, konzentrier dich jetzt mal für einen Moment, okay? Ich glaube, das ständige Sterben hat dein Gehirn aufgeweicht. Glaubst du? Also, wie läuft's denn so mit Sally? Tja, die ist ganz von der Hochzeit besessen. Aber bei mir ist alles okay. Sei denn, die ganzen Albträume haben was mit der Heirat zu tun. In dem Fall geht's mir nicht so gut, wie ich dachte. Weißt du denn, was sie im Moment so treibt? Ich glaube, sie wollte heute ein Hochzeitskleid aussuchen. Heute? Oder es ging um die Kleider für ihre Brautjungfern. Mac, bist du sicher, dass sie das heute machen wollte? Mitten in der Apokalypse? Komm schon, Randall. Die Apokalypse ist nichts gegen Brautzilla. Weiß ich nicht, Mann. Geht ein Haufen Scheiße ab da draußen. Wusstest du, dass sie so einen Aktenordner mit tausenden von Seiten hat, den ich jeden Tag anschauen muss? Mir ist doch die Farbe von den Tischdecken oder den Servietten ganz egal. Ich will nur meine ganz besondere Hochzeitstorte. Und weißt du was? Die werde ich auch kriegen. Halt dich fest, Randall. Ich krieg nämlich eine Jabba the Hutt-Torte in Originalgröße. Glaubst du das? Wir fressen den verdammten Jabba. Weißt du? Sehr schön. Das klingt nicht gerade appetitlich. Du hast recht. Wo hatte ich bloß meinen Kopf? Oh mein Gott, wach auf, Matt. Das ist der verfickte Weltuntergang. Randall, entspann dich. Mach einfach den Shopping-Sender an, ja? Ich bin sicher, das mit der Apokalypse wird schon nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Das ist das Ende der Welt. Das können wir nicht so einfach ignorieren wie die Resident Evil-Filme. Das ist eine ganz andere Nummer. Glaub mir, Randall, die Leute reagieren bei so Sachen einfach über. In ein paar Stunden ist alles wieder ganz normal, da bin ich sicher. Ja, klar, sicher. Scheiß! Hör zu, Kumpel, du solltest nicht alles glauben, was ein sprechendes Skelett erzählt. Die sind aus Prinzip nicht vertrauenswürdig. Du wirst schon sehen, bald ist alles vorbei. Mann, mir fällt schwer zu glauben, dass du das ernst meinst. Na klar meine ich das ernst. Ich lass mich nicht schon wieder mit dem ganzen Weltuntergang-Scheiß dran kriegen. Denn wenn ich mich recht erinnere, dann war schon 1996 die Zerstörung durch 16 Millionen Raumschiffe angesagt. Dann der ganze Scheiß mit dem Y2K-Virus. Weißt du, ich warte immer noch auf den Aufstand der Maschinen. Und dann ging's mit den Inkas los und ihrem Kalender. Irgendein Mist über Meteoriten, Photonengürtel, Sonnenstürme. Also wenn du mich fragst, scheiß auf die Apokalypse. Ich bin sicher, es läuft auf ein paar eingestürzte Gebäude und eine Handvoll Zombies raus. Tod sagte gerade, dass wir die einzigen Überlebenden sein werden. Den Scheiß hast du ihm abgekauft? Weiß nicht, Mann. Aber wenn so ein Scheiß-Skelett mit einer Scheiß-Sense zu mir kommt und mir was vom Ende der Welt erzählt, bin ich geneigt, ihm zu glauben. Okay, der Typ war auch überzeugt. Gebe ich zu. Aber trotzdem.
Was? Ich glaub nicht an den Tod. Was? Ich meine, ich bin doch nicht blöd. Ich weiß, dass wir alle früher oder später ins Gras beißen, aber mir fällt schwer zu glauben, dass ein sprechender Schädel ankommt und meine Seele mitnimmt, wenn's soweit ist. Alter, ist mir scheißegal, was du glaubst. Wir haben Tod gerade persönlich getroffen und er hat gesagt, dass wir die letzten Menschen auf Erden sind. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, klar. Aber sagte er, die letzten Menschen? Oder sagte er, die letzten Männer? Macht das einen Unterschied? Tja, für mich nicht. Ich bin ja schon vergeben. Aber wie sieht's mit dir aus? Ist doch eine schöne Gelegenheit, den Fortbestand der Menschheit mit ein paar gut aussehenden Unbekannten zu sichern. Lass dich einfach gehen, Kumpel. Ich glaube kaum, dass Sally heute irgendwelche Hochzeitskleider anprobieren kann. Wieso? Hat sie etwa zugenommen? Woher zur Hölle soll ich wissen, ob sie zugenommen hat? Guck doch mal aus dem Fenster, die Welt geht unter! Weißt du eigentlich, was so ein scheiß Hochzeitskleid kostet? Das ist ein Vermögen! Und ich sag dir, wenn du einer Frau sagst, sie kann sich ihr Hochzeitskleid nicht aussuchen, dann kann dich nicht mal die Apokalypse vor ihrem heiligen Zorn retten. Das glaube ich ja gerne. Aber vergiss mal nicht, dass... Hör zu, Randall. Sally geht's gut, ganz sicher. Ich glaube, ich gehe dann mal die Menschheit retten. Okay, Mann. Bring auf dem Rückweg Kaffee und Tacos mit. Ja. Sicher. So. Schauen wir mal, ob sich hier was getan hat. Sieht nicht so aus. Im Bad gibt's auch nichts Neues. Vielleicht beim Mortimer? Wohl eher auch nicht. Also gehen wir mal vor die Tür. Warte mal, können wir aufs Dach? Dann sagt sie, sie bräuchte jemanden, der reifer ist. Also echt, ich bin eine Million Jahre alt oder so. Was zum Teufel? Ich hab dir doch gesagt, du sollst in der Wohnung bleiben. Oh shit, stimmt ja. Bringst du mich jetzt um? Tja, sollten wir eigentlich. Ist das der Taschendieb? Ja. Na, mein Junge, glaubst du, du kannst einfach so rumlaufen und dir Sachen nehmen, die dir nicht gehören? Bringen wir ihm etwas Respekt vor dem Eigentum anderer bei, ja? Komm schon, Hungersnot, du bist dran. Ach, komm schon. Du musst ihm doch nur die Hand abhacken. Ist doch nichts dabei. Ja, klar, ist jetzt Mittagspause. Aber ist doch egal. Das dauert nur eine Sekunde und der Junge hat den Rest seines Lebens dir zu danken. Mittagessen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, also ich zisch mal los und besorg ein paar Tacos und eine Limo. Moment mal, junger Mann. Du gehst nirgends hin, bis wir nicht entschieden haben, was wir mit dir machen. Und wenn ich einen Attest habe, dass ich akut an Kleptomanie leide? Was zur Hölle soll denn das heißen? Es ist uns egal, was dein Psychiater sagt, du Trottel. Nein, Hungersnot, ich hab deinen Unterkiefer nirgends gesehen. Und du bist auch nicht der Einzige, der hier Hunger hat. Wir könnten alle den Happen vertragen. Was? Seit wann muss ich mich ums Mittagessen kümmern? Tja, das ist ja nett, dass du den Müll runtergebracht hast. Aber das macht mich lange noch nicht zur Mittagsfee. Brüder, streitet nicht. Die Lösung des Problems steht direkt vor euch und mit einem besonders blöden Gesichtsausdruck. Ich? Er? Warum nicht? Ich hab Hunger. Mir gefällt das irgendwie alles nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, weil ihr Hunger habt und mich wohl auffressen wollt. Da hast du natürlich recht. Was? Nein, es muss da noch eine andere Lösung geben. Hör zu, Junge, ist schon klar. Du willst nicht gefressen werden. Aber schlimmer als die Zerstörung allen Lebens auf der Erde ist die Zerstörung allen Lebens auf der Erde, während Hungersnot die ganze Zeit am Jammern ist, was für ein Kohldampf er hat. Nimm's nicht persönlich. Da hast du recht. Er ist ein verdammter Taschendieb. Also ist das persönlich? Ihr könnt mich nicht fressen. Die Typen von der Steuerbehörde wollen mich richten. Stimmt's, Mr. Toad? Oh, Mist, das stimmt.
Obwohl, wenn wir dich jetzt fressen, haben sie nachher weniger Papierkram. Hey, warte mal. Glaubst du nicht, der Boss wird dann sauer? Vermutlich. Aber die wird auch sauer, wenn sie uns sieht, während wir uns hier in vollen Lenz machen. Aber irgendwas müssen wir doch essen. Das ist ein Grundbedürfnis. Wir sind auch nur Menschen. Nein, sind wir nicht. Oh, stimmt, ja. Kann mal jemand Hungersnot seinen Unterkiefer geben? Das Genuschel macht mich fertig. Sei doch kein Spielverderber. Ich find's rasend komisch. Tut mir leid, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, ihr habt euren Boss vorhin mal erwähnt. Ja? Und? Kann ich die mal sprechen? Ich glaube nämlich, dass das alles nur ein Missverständnis ist und ich... Oh, glaub mir. Mit der willst du nicht reden. Verstehe. Aber ich muss darauf bestehen. Ist mir egal, ob euer Boss eine irre, perverse Höllenschlampe ist. Wir haben eine Menge zu besprechen. Ehrlich, mir wäre es egal, wenn sich euer Boss als eine Art monströses, widerliches Schlammwesen herausstellt, das wie Marconi stinkt. Oh, Scheiße. Sie steht direkt hinter mir, stimmt's? Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht Randall Hicks ist. Der beste aller denkbaren Freunde. Der Ringdieb, der Raumzeitgefangene, der gefürchtetste Insasse aller Gefängnisse und natürlich mein Ex-Verlobter. Wie geht's denn so? Hey, sieh dir das an! Die kennen sich! Sally? Ist das so eine Art M. Night Shyamalan-Plot-Twist? Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass ich gewonnen habe. Der Ring ist mein. Hey, Boss, wir machen nur eine kleine Pause hier. Du warst auch hinter dem Ring her? Bist du eigentlich völlig verblödet oder was? Natürlich wollte ich den Ring. Ich bin die Braut. Okay. Na, das ergibt Sinn. Ich fange noch mal anders an. Wie laufen denn die Hochzeitsvorbereitungen? Tja, im Moment bin ich etwas sauer, um ehrlich zu sein. Man hat mir versprochen, dass diese Jungs hier das Beste wären, das man auftreiben kann. Aber jetzt stehen die da nur rum. Wenn man eine ordentliche Apokalypse haben will, muss man die wohl selbst besorgen, wie es aussieht. Wir machen hier nur Mittagspause, Boss. Wir sind gleich wieder voll dabei. Das solltet ihr auch. Sally, ich pack das alles nicht. Ich muss wissen, was los ist. Ist das nicht offensichtlich? Das ist das Ende der Welt. Du hast mit deinen ständigen Raum-Zeit-Veränderungen alles in Gang gesetzt und ich bin die Königin in dem ganzen Schlamassel. Wenn ich schon keine Hochzeit kriegen kann, will ich wenigstens eine schöne Apokalypse haben. Aber wer sagt denn, dass du keine Hochzeit haben kannst? Matt sitzt in diesem Moment auf meinem Sofa und stirbt vor Vorfreude, dich zu sehen. Stirbt vor Vorfreude? Ja, wirklich witzig, Randall. Was ist es denn diesmal? Hat er sich mit einem Pizzaroller den Kopf abgetrennt? Nein, nein, ganz und gar nicht. Er lebt und er vermisst dich fürchterlich. Das stimmt, Boss. Wir haben uns bereits um die Griffin-Sachen gekümmert. Gute Arbeit, aber leider zu spät. Ich will mich nun nicht mehr binden, das war mal. Ich bin jung und mächtig. Ich will mein Leben genießen. Wisst ihr eigentlich, wie langweilig das ist, jahrelang immer wieder die gleiche Leiche in der Küche vorzufinden? Tja, eine Ehe ist so ähnlich. Aber ich werde jetzt den Ring für etwas anderes benutzen. Verstehe, aber du weißt schon, dass der verflucht ist, oder? Wieder falsch, Randall. Man muss nur lernen, mit seiner Macht umzugehen. Sieht aber nicht gerade so aus, als wärst du dabei besonders erfolgreich. Was? Ich bin sicher, eine Party wie die hier hast du noch nie erlebt. Stimmt schon, aber ich kenne dich, Sally. Und du hast ja noch nie was aus dieser ganzen Apokalypse-Scheiße gemacht. Du bist verletzt und ehrlich gesagt weiß ich nicht mal warum. Ich? Verletzt? Wie kommst du auf die Idee? Tja, weiß nicht. Die ganze Lava, der ständige Schwefelgestank, sprechende Skelette. Aber vor allem spüre ich bei dir so eine gewisse Anspannung. Gut beobachtet. Aber du verstehst nicht richtig. Wie meinst du das? Lass es einfach. Wenn du nicht mal verstehst, was los ist, lass es einfach. Eben, Junge. Lass es lieber. Ein Scheiß werde ich. Was habe ich da verpasst? Verdammt, Randall. Wie kann man nur so blöd sein? Ich hab dich gewarnt. Was hast du erwartet?
Du dachtest, all das würde sich auf irgendeine Art und Weise in Wohlgefallen auflösen? Einfach den Ring zurückbekommen und so tun, als sei nichts passiert? Du hast meinen Hochzeitstag versaut. Du hast den wichtigsten Tag meines ganzen verdammten Scheißlebens auf dem Gewissen. Was hast du denn erwartet, du selbstsüchtiges Arschloch?